die allerwichtigste Frage, wenn du dich selbstständig machen möchtest oder wenn du selbstständig bist, dann checke gerade mal diese eine Frage. Es sind insgesamt 3 Fragen. Selbstständig sein heißt nicht, und manche Menschen meinen das oft, ist es ein bisschen ein Schimpfwort, wenn man sagt, ja, selbstständig heißt selbst und ständig, das ewige Hamsterrad. Das ist nicht selbstständig. Selbstständig heißt, wenn man es richtig lebt und wenn man es auch gut macht, selbstbestimmt sein und ständig frei sein. Natürlich verantwortlich sein für seinen Erfolg oder eben auch nicht. Angebunden zu sein an Ideen, an Möglichkeiten, am Probieren, am Versuchen, am Dranbleiben. Natürlich. Aber selbstständig heißt wirklich selbstbestimmt und ständig frei sein. Ich durfte schon so viele Menschen begleiten auf dem Weg in ihre Selbstständigkeit, in ihr Unternehmen oder mit ihrem Unternehmen. Und wenn man an der Basis am Anfang alles richtig macht, dann spart man sich sehr viel Energie, Zeit und auch Geld. 3 ganz wichtige Fragen. Hast du das Werkzeug dabei, um eben selbstständig zu sein? Und jetzt denkst du vielleicht, ja, habe ich die Ausbildung, habe ich das Fachwissen, habe ich dies und jenes. Das ist auch wichtig. Aber hast du von Natur aus das richtige Werkzeug? Hast du die richtigen Talente und Fähigkeiten dabei? Wenn ich mit den Leuten arbeite, dann checke ich diese Frage ganz am Anfang. Innerhalb von Sekunden finden wir heraus, ob die wichtigen natürlichen, persönlichen Werkzeuge dabei sind oder ob es hier etwas zu ergänzen gibt. Anhand der Geburtszahlen. Und wenn du deine auch checken möchtest, dann schreib entweder hier in die Kommentare oder schreib mir ein E-Mail, dann können wir das gerne checken. 2. wichtige Frage. Frag dich, wenn ich an meine Selbstständigkeit denke oder wenn ich in meiner Selbstständigkeit tätig bin, kommt da Energie oder fließt sie ab? Bekomme ich Freude, Leidenschaft, habe ich Ideen, bin ich inspiriert und freue mich schon so? Oder werde ich unsicher, werde ich ängstlich, denke, das wird alles schief gehen, das wird nicht gelingen. Frag dich, kommt Energie oder geht sie? So wie jetzt ist die Sonne hinter einer Wolke. Die Sonne ist gegangen. Aber wir sind da. Und die 3. wichtige Frage ist, verkörperst du deine Selbstständigkeit? Verkörperst du das, was du sein möchtest? Verkörperst du deinen Erfolg? Und zwar jetzt. Verkörperst du das Gelingen? Verkörperst du die Interaktion, die positive, und jetzt kommt die Sonne, verkörperst du die positive Interaktion mit deinen Kunden, mit deinen Geschäftspartnern, mit deinen Freelancern vielleicht, mit denen du vernetzt bist, mit denen du zusammenarbeitest? Verkörperst du das? Check diese 3 Fragen für dich und du sparst dir sehr viel. Und wenn du Hilfe brauchst, melde dich gerne. Ich wünsche dir allen Erfolg dieser Welt. Bis bald.